Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zu einem Unboxing-Video. Wer hätte es gedacht? Steht ja nicht im Titel. Es geht um Loot Raider. Die haben mir mal wieder eine Box zugeschickt. Diesmal zum, ich habe mich vorbereitet, ausnahmsweise, zum Thema Open World, also Open World Gamer Geek Nerd Stuff. Wer es noch nicht kennt, Loot Raider, das ist eine Webseite, da könnt ihr euch anmelden, könnt monatlich Geld bezahlen, bekommt dann so eine Kiste zugeschickt, immer mit verschiedenem Krempel drin, zu einem bestimmten Thema. Ja, ich bin jetzt hier übrigens wieder mal bei Studio 71 zu Gast, freue ich mich sehr, dass ich das machen darf. Die Claudi steht hinter der Kamera, ich winke ihr mal zu, sie winkt mir sogar zurück, das ist doch schön. So. Claudis Twitter-Profil findet ihr auch bei mir in der Videobeschreibung, genau wie die Webseite von Loot Raider. So, ja, wieder ganz schön viel Zeug für euch drin, also für mich eher, aber ich zeig's euch. Das ist eigentlich ein cooler Deal. Ich behalte das Zeug und ich zeig's euch. Da hat eigentlich jeder was von, am meisten ich. So, wir sind ja diesmal beim Thema Open World und da haben wir Minecraft. Wer kennt es nicht, vor allem, wer kennt Gronkh nicht, weil der kennt auch Minecraft. Egal. Minecraft ist ein Open-World-Game, seit vielen Jahren sehr populär. Es ist eine Sandbox, da kann man ganz viel rumbauen. Und da haben wir hier einen Creeper-Sticker. Jetzt denkt ihr euch, geil, ein Creeper-Sticker, das wollte ich schon immer haben. Ist noch cooleres Zeug drin, ich fange nur diesmal von unten nach oben an. Ja, ein Creeper-Sticker. Creeper, das sind diese lustigen Explosionsviecher, die nerven jeden, weil sie einen immer das schöne Haus kaputt machen. Mir zumindest. Blöder Creeper. So. Dann noch ein bisschen Werbung, die ist mir aber egal. Nochmal Minecraft, ein Oktopus, ein kleines Plüschtier, ein Plüsch-Oktopus. Den findet man meistens im Wasser, der schwimmt da halt einfach rum. Ich glaube, man kann den sogar für Tinte töten, weil mit der Tinte kann man irgendwas färben. Ich glaube, so funktioniert das. So ein kleines Plüschtierchen, ich finde es süß. Ne? Ja, ich bin voll süß. Ja, der ist voll süß. So. Dann haben wir Watch Dogs, ist ein Open-World-Hacker-Game, das kam letztes Jahr raus, das war nicht ganz so geil, also ich fand es nicht ganz so geil, aber gibt es einen Schlüsselanhänger, Skull Keychain ist halt dieser eine Hacker, den man nur so in Matrix-Zahlen sieht mit seinem Totenschädel, Skelettkopf, auf jeden Fall, gibt es ihn als Schlüsselanhänger, ziemlich robust und stabil, wenn ihr auf Watch Dogs steht, wäre das auf jeden Fall was für euch. So, dann haben wir ein T-Shirt, es gibt immer T-Shirts. Ist auch eigentlich mit das Beste an der ganzen Box. Ein T-Shirt, Breaking Bad im Stil von GTA. Breaking Bad ist voll böse, denn da geht es um Drogen. Ne, Kinder, da geht es um Drogen. Bei GTA geht es auch um Drogen. Das passt irgendwie zueinander. Breaking Bad ist eine coole Serie. GTA ist mit einer der besten Spielereien, wie ich finde. Kam jetzt auch GTA 5 letztes Jahr nochmal raus. Ich habe es für die PS3 und für die PS4. Dieses Jahr kommt es nochmal für den PC raus. Da werde ich es mir auch nochmal kaufen. Also, wenn ihr auf Breaking Bad und GTA steht, ist das auf jeden Fall ein T-Shirt für euch. Haha, aber das ist meins. Das kriegt ihr nicht. Pech gehabt. So, dann haben wir ganz original eine Dose Pisswasser. Und es hat sich bestimmt schon jeder mal gefragt, der GTA kennt oder GTA 5 kennt. Schmeckt Pisswasser wirklich nach Pisse? Ich werde dieses Geheimnis jetzt lüften. Einen heldenhaften Selbstversuch unternehmen. Pisswasser ist aber diesmal Energy, also hoffentlich keine Pisse oder ein schlechter Energy Drink. Makes you faster than an Autobahn. Jetzt werde ich mal gucken. Ja, ist super. Kann man trinken. Pisswasser. Ja, Mami, siehste, das habe ich im Leben erreicht. Vor laufender Kamera trinke ich Pisswasser. Ist das nicht wunderbar? Wunderbar. So, aber ein lustiges Wässerchen habe ich hier auch noch zum Nachspülen. Ist aber gar nicht so schlecht. So. Dann haben wir hier noch Skyrim. Das kennt man auch, zum Beispiel vom Amras. Der hat das 2 Jahre lang bei sich auf dem Kanal gespielt. Ist ein endlos langes Open-World-Rollenspiel. Ja, spielt im typischen Elder Scrolls-Setting in einer Schneewelt. Gibt es hier ein lustiges Mauspad von. Wenn ihr also Skyrim-Fan seid, habt ihr hier noch ein schönes Mauspad. Ja, bringt euch jetzt alles nicht so viel, weil das ist die Loot Raider Box von diesem Monat. Nächsten Monat gibt es wieder eine neue mit einem neuen Thema. Aber jetzt habt ihr mal so eine geringe Ahnung, was da so drin sein könnte. Wenn ihr euch mal so ein Ding bestellen wollt, um auch mal einen Schluck Pisswasser zu trinken, dann könnt ihr auf die Webseite gehen von Loot Raider. Die findet ihr bei mir in der Videobeschreibung. Genauso wie den Twitter-Kanal der lieben Claudi und auch noch andere Informationen. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Die könnt ihr mir schreiben.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Unboxing wieder hier bei Studio 71. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und tschüss.